Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem weiteren Leitfaden in Blood Bowl 2 für Einsteiger. An meiner Seite ist wie immer Arioso von der DBBC. Ich begrüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, heute reden wir übers Chaos, eine sehr, sehr heiß diskutierte Fraktion. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Nicht wegen den Gründen, warum man Elfen hasst oder liebt, sondern aus dem genau gegenteiligen Grund. Das ist die Mannschaft, die basht und auch Basher-Mannschaften vernichten kann, richtig? Das ist richtig und das ist ja das Team, was einen in den langen Ligen immer ganz oben irgendwo begegnet mit ganz viel Team-Rating, aus bestimmten Gründen, die wir nachher noch sagen. Ja, 2500 Punkte, Killer-Mannschaft. Genau, und damit ist die sehr verhasst. Wobei sie in wirklich, sagen wir mal, geschlossenen Ligen oder in längeren Ligen nicht ganz so gut ist wie in offenen Ligen, komme ich aber nachher auch noch zu. Ja, aber da würde ich mal sagen, da mache ich mal wieder ganz, ganz schnell hier babbidi-bapp. Hier irgendwie, was habe ich hier, jede Menge Plus erwischt, egal. das ist lustig. Passt dann wieder zum Chaos-Team. Genau, schön chaotisch. So, nur 3 Spielerarten und einer davon ist sogar schon ein Big Guy. Also man sieht, hier bei Chaos ist es schon mal überschaubar. Genau, nichtsdestotrotz haben sie durch die Bank vom Start weg sehr starke Spieler, und zwar alle 3, die sie da haben. Ja, Tiermensch zum Beispiel, also ich gehe mal nur ganz, ganz kurz drüber. Wir sehen jetzt, mit Ausnahme des Big Guy, haben alle solide Werte, muss man schon sagen. Genau. Jeder kann was im Ball anfangen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, sie sind recht günstig. Stimmt, das sehe ich gerade eben erst. Das ist mir noch nie aufgefallen. So passe ich auf. Genau, wir haben ja mal gesagt, ne, der Durchschnitts-Menschen-Lyman, 6338 von den Werten, kostet 50.000 und ein Skill kostet 20.000. Und das heißt, ja, gibt es einen Rabatt auf 10.000 beim Tiermensch. Richtig. Und dafür gibt es eine Fähigkeit von Anfang an, nämlich Hörner, die das ganze Chaos-Team extrem flexibel macht. Ja. Und was ist die große Stärke dieses Teams? Die sind so flexibel und die geheime Stärke ist nicht dieses Claw, Mighty Blow, Piling On, was die auch leicht kriegen können und was denen natürlich hilft. Die geheime Stärke und die wirkliche Stärke ist, dass jeder von diesen dusseligen Lineman-Tiermenschen den Skill Hörner hat und damit bei einem Blitz Stärke 4 besitzt. Ja, das heißt, er ist eigentlich der perfekte Blitzer, sobald er Block hat. Zum Beispiel. Und der ist auch ohne Block schon ein guter Blitzer, weil er auch ohne Block auf den normalen Blood Bowl Spieler 2 Würfel kriegt. Ja. Die Tiermenschen können, also das ist halt die, sagen wir mal, die Linemen des Chaos Teams, damit werden die aufgefüllt. Und da man ja nur maximal 5 andere Spieler hat, hat man von denen relativ viele, nämlich mindestens 6 oder 7, je nachdem, ob man mit Mine oder ohne spielt. Mhm. Und dementsprechend, wir haben gesagt, die sind allesamt, jeder von den 7 ist ein guter Blitzer. Das heißt, man hat 7 Blitzer auf dem Feld. Wenn man das vergleicht mit Orks, ne, die haben nur 4 Blitzer, viele Elfenteams haben nur 2 Blitzer. Chaos hat 7 Blitzer potenziell auf dem Feld. Das ist eine deutliche Stärke. Erkaufen sich dadurch, dass deren Blitzern am Anfang der Skill Block fehlt. Jo. Und aber ansonsten sind sie auch nicht schwach, weil sie auch Rüstung 8 haben. Also genau, gehen nicht so leicht kaputt. Gehen nicht so leicht kaputt, ist aber für ein Prügelteam, und Chaos ist definitiv ein Prügelteam, auch nicht besonders gut. Das ist eine der wenigen Schwächen, die Chaos hat. Das sind ja mehr als die Hälfte der Spieler haben nur Rüstung 8. Wenn man das mit den Orks vergleicht, wo alle Rüstung 9 haben, wir haben Orks im letzten Video behandelt, dass es ja eine Möglichkeit gibt, alle 11 Spieler mit Rüstung 9 auf dem Feld zu stellen. Mhm. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum Orks ein relevantes Gegnerteam für Chaos sind. Deswegen tut sich Chaos mit Orks sehr schwer. Es sei denn, sie haben die Hasskombination, zu der wir nachher noch kommen. Genau. Die Blitzer des Chaos-Teams, ich nenne die Tiermenschen jetzt einfach mal Blitzer, müssen aber neben den Blitzen auch noch alle anderen Ballfähigkeiten in der Regel tun, weil die Chaos-Krieger dafür eigentlich nicht da sind. Das heißt, die Tiermenschen sind auch die Ballträger, sind eventuell Werfer, Fänger oder Dodger oder ja, alles, was irgendwie mit dem Ball zu tun hat, wird in der Regel ein Tiermensch tun. In dem Fall eine eierlegende Wollmilchziege.
Genau, eine eierlegende Wollmilchziege, die eben dadurch, dass sie ohne Pasch einen Mutationszugriff hat, aber auch in alle Richtungen des Ziegentums wandeln kann. Nämlich, die kann ein guter Ballaufheber werden, die kann ein guter Werfer werden, die kann ein guter Fänger werden, durch die Mutationen, die das ermöglichen. Ja, die wir jetzt gerade eben leider nicht sehen können, aber ich werde entsprechend Dinge einblenden. Also da sind natürlich solche Dinge wie große Hand, zusätzliche Hand dabei, zum Dodgen zusätzlicher Kopf, gibt ja +1 aufs Ausweichen. Im Mutationsbereich sind schon ein paar ganz, ganz kranke und fiese Sachen drin, die ganz, ganz andere Möglichkeiten als bei den anderen Mannschaften, mit Ausnahme von Skaven, ermöglichen. Genau, und selbst die Skaven kriegen die Mutation nur auf ein Pasch. Die einzigen Teams, die eben auf ein Nicht-Pasch mutieren, zumindest aktuell im Pappel 2 integriert, ist das Chaos. Es gibt noch Nurgle, die auch nicht auf Pasch mutieren. Die sind zwar im Spiel, in den Spieldateien, aber die sind, sagen wir mal, nicht freigeschaltet. Oder das ist nur das große Geheimnis, dass sie da drin sind, sage ich mal so. Und das Underworld-Team, was eigentlich so ein Fun-Team ist und auch nicht offiziell in den Regeln ist, aber zum Beispiel in Blood Bowl 1 integriert war, die können auch auf Nicht-Pasch mutieren. Und damit sind das die einzigen drei Teams, zusammen mit den Skaven, die überhaupt mutieren können. Und das heißt, es ist eine überschaubare Menge an Teams, die überhaupt Mutationsfähigkeiten haben können. Da können wir ja schon mal die Diskussion grundlegend führen, weil manch einer auch in meinen Kommentaren immer wieder schreibt, dass es nicht gerechtfertigt wäre, dass Chaos keinen Pasch für die Mutation braucht, weil diese Mutationen ja so stark sind. Wie siehst du das nach deiner langjährigen Erfahrung? Ist das gerecht, dass sie das so können, wie es jetzt hier ist? Also man muss ein bisschen vergleichen. Also ich finde es gerecht, dass sie mutieren können ohne Pasch. Das macht dieses Team aus. Was am Chaos-Team sehr stark ist, ist die Kombination aus, kommen wir später bei den Chaos-Kriegern mehr zu als bei den Tiermenschen, von Mighty Blow, Piling On und Claw, also Klaue. Und das macht das Team so eklig, weil die nämlich in Form von den Chaos-Kriegern 4 Spieler mit Rüstung 9 haben, die also nicht kaputt gehen und die diese Kombination durch Skillen irgendwann haben. Und wenn sie die mal haben, dann hauen sie halt mit 2-3 Blocks auch 2-3 Spieler raus. Und das macht das Team dann eklig und dann macht es auch sehr eklig, gegen dieses Team zu spielen. Die Mutation an sich, wenn man die genau vergleicht, sind die immer einen kleinen Tick schlechter als der entsprechende Skill, den es dafür gibt. Also als Beispiel, wenn man hier den Skill Extra Arms nimmt, der gibt einen +1 aufs Ballaufheben und auch +1 aufs Ballfangen. Der ist von der Statistik her etwas schlechter, als wenn ich jetzt zum Beispiel Sure Hands skillen würde oder den Skill Fangen, also Catch skillen würde. Ja, er gibt zwar zwei Möglichkeiten, die man sonst nur für 2 Skills braucht, aber es ist halt nur ein Bonus von +1 statt einem ganzen Reroll, ne? Genau, jetzt sagt natürlich der normale Menschenverstand, naja, der hat dann also sozusagen Geschicklichkeit 4, das heißt, er hebt dann Ball auf die 2 auf und er fängt auch einen normalen Pass auf die 2. Ja, richtig. Aber der Wahrscheinlichkeitsmathematiker kommt dann an, aber wenn ich dafür einen Reroll habe mit Geschick 3 in Form von Chance oder Catch, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Aktion funktioniert. Das muss man einfach einem glauben, das ist tatsächlich so. Das ist so, ja. Deswegen sind die Mutationen, also im Vergleich zu den normalen Skills, sehr gut, aber alle immer einen kleinen Tick schlechter. Genauso, wenn man zum Beispiel 2 Köpfe nimmt, also um einen Punkt leichter ausweichen. Der Skill Dodge ist für diese Funktion des Ausweichens besser geeignet. Der einzige Mutation, bei der das insgesamt nicht so ist, ist Klaue. Klaue reduziert die Rüstung des geblockten Gegners auf 7. Das heißt, der hat sozusagen eingebauten Dosenöffner in seiner Hand. Und man muss also für einen Rüstungswurf, normalen Rüstungswurf, nur noch die 8 würfeln, um eben über die Rüstung zu kommen. Wenn man jetzt Mighty Blow geskillt hat, muss man eben, das gibt ja +1 auf den Rüstungswurf oder den Verletzungswurf, nur noch die 7 würfeln. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum viele Leute das als unfair ansehen. Genau, weil nämlich diese Kombination aus Mighty Blow und Claw sorgt dafür, dass die 7, nämlich der häufigste Würfelwurf, schon reicht, um die Rüstung des Gegners zu brechen und damit den Gegner auf den Boden zu hauen und B auch mindestens Stunt zu hauen. Und wenn man mal Mighty Blow nicht gebraucht hat, kriegt man die +1 direkt auch noch für den Verletzungswurf dazu. Das macht die Kombination aus Claw und Mighty Blow sehr stark und dann noch stärker durch die Fähigkeit Piling On, indem man einen der beiden Würfe, Rüstung oder Verletzung,
wiederholen kann. Weil nämlich diese Claw auch für beide dieser Würfe auch beim Wiederholungswurf gilt. Sprich, ich bin jetzt mal nicht durch die Rüstung gekommen, weil ich nur 3 gewürfelt habe. Und ich benutze dieses Piling On, das heißt, ich schmeiße mich da drauf und wiederhole diesen Wurf. Auch dann wirkt die Klaue. Ja. Und das macht diese Kombination extrem stark und sorgt dafür, dass die Spieler, die das bekommen, und das kriegt in der Regel ein Tiermensch, mindestens, vielleicht 2, weil die sind dann die Hardcore-Blitzer, und im Verlauf alle Chaos-Warrior, also Chaos-Krieger, dass man da 3, 4 Spieler in der Regel von auf dem Feld hat, die das können. Minus der Standardverletzung, die man irgendwann mal frisst, aber 2, 3. Und man hat also 2, 3 Spieler, davon mindestens einen blitzenden Spieler, die in über 50% der Fälle bei einem Block den Gegner raushauen. Und das ist sehr stark. Und das ist etwas zu stark. Da stelle ich mir natürlich gerade die Frage, wenn ich da kurz mal einhaken darf. Deswegen habe ich das auch gerade eben aufgemacht. Also ich kann ja durchaus verstehen, dass man dann sagt, ja, Stärke und Mutationen ist auf den Chaos-Spielern drauf. Warum, also das ist der Moment, den ich dann einfach zu stark finde. Okay, die sollen blocken, die sollen schlagen, die sollen prügeln, die sollen Leute raushauen. Aber warum hat man ihnen jetzt noch die Möglichkeit gegeben, allgemeine Fähigkeiten, vor allem sowohl auf Chaoskriegern als auch auf Tiermenschen, ohne Pasch zu bekommen? Weil dadurch können die ja solche Sachen wie Ballgefühl sich einfach auch schnappen. Das heißt, es ist eigentlich fast zu leicht, seine Tiermenschen zu spezialisieren. Genau, das ist auch einer der Kritikpunkte an dem Chaos-Team. Ich persönlich glaube, dass diese Kombination zu stark ist, weil sie einfach wahrscheinlicher einen Spieler direkt vom Feld schickt, als dass er auf dem Feld bleibt, und weil sie fürs Chaos-Team etwas zu einfach zu bekommen ist. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass sie den Skill Klaue haben, und auch nicht, dass sie Mighty Blow nehmen können. Man muss auch fairerweise sagen, Chaos hat kaum eine andere Option, das Spiel aufzuziehen. Also die werden jetzt keine großen Elfen oder sowas, selbst mit 3-mal mutieren, aufs Ball aufheben, auswerfen oder auffangen nicht. Ja. Die müssen den Gegner dezimieren, damit sie relevant Touchdowns machen können. Die sind ein eher langsames Team, sie haben alle Movement 5 oder 6. Auf dem Mino kannst du dich nie verlassen, der ist zwar hilfreich zu haben, aber verlässlich ist er nicht. Und das heißt, sie sind darauf angewiesen, Gegner zu dezimieren. Und das können sie einen Tick zu leicht. Gibt ein paar und dann Ansätze. Auch noch mit dem Ball spielen, also weil sie ja halt die genau. Allgemeinen Fähigkeiten haben, ne? Genau, gibt ein paar Ansätze, wie man das anpacken kann. Da gibt es so ein paar Debatten in der Community. Der bislang bevorzugste Weg ist, dass man das Piling On etwas nervt. Dass es zum Beispiel nur noch auf den Rüstungswurf wiederholt werden kann, nicht mehr auf den Verletzungswurf. Das ist so ein Vorschlag. Man darf aber nicht vergessen, wenn man das sozusagen so nervt, dass das nicht mehr effektiv ist, dann hat Chaos nichts anderes, um Gegner vom Feld zu kriegen, oder nichts anderes wirklich Gutes. Und damit wird das Team, was sowieso schon ein relativ schwieriges Team ist, am Anfang zu spielen, in ganz kurzen Ligen oder auf Turnieren fast unspielbar schlecht. Weil, ja. Jetzt kommen wir zum Nachteil des Chaos, die haben keinerlei Skills am Anfang, außer den Hörnern. Die müssen sich alle Skills erstmal erarbeiten. Mit Rüstung 8 und 9 leben die lang genug, um die auch zu kriegen, und irgendwann sind die Spieler alle so gut, dass sie halt leveln wie nix. Aber am Anfang haben die keine Skills. Am Anfang ist ein Chaos-Team sehr, sehr anfällig für Turnover und auch sehr darauf leicht baust du als Gegner ja auch. Entschuldigung. Bitte? Darauf baust du natürlich als Spieler, dass der Turnover beim Chaos passiert. Und das ist auch deswegen habe ich das angesprochen, weil ich persönlich immer so die Hoffnung habe, dass sie es einfach nicht hinkriegen, den Ball aufzuheben oder den Pass zu spielen. Genau. Und damit. Wenn man jetzt über Skillungen redet, haben wir natürlich hier, ich sag mal, von den Blitzern, die Hardcore-Skillungen haben wir schon vorweggenommen. Ist es wichtig, dass die Tiermenschen, die sind ja auch die Ballträger, so Skills wie Sure Hands oder Extra Arms, das ist so ein bisschen nach freiem Gusto, direkt am Anfang nehmen. Und das heißt, denen fehlt immer noch Block. Und das sind so Sachen, da leveln sie eben ein bisschen langsamer. Können das aber eben durch ganz gute Mutationen ausgleichen. Okay, welche, also klar, also du würdest auf jeden Fall ein paar oder zumindest 2 Stück zu solchen Killer-Blitzern ausbilden. Also das haben wir schon gesagt. Genau. Clown, Knochenbrecher und dieses Draufspringen, also dieses Pile-On auf Englisch, auf Deutsch, Zerquetschen, weiß ich. Heißt auf Deutsch. Zerquetschen, genau, Dankeschön.
Und natürlich dann wahrscheinlich auch einen dann zu einem Ballaufheber. Was genau würdest du sonst, also dann in dem Fall Ballgefühl oder je nachdem, wie man drauf ist, halt, wenn man unbedingt die Mutation haben will, dann nimmt man die Mutation. Was würdest du den anderen Spielern so geben? Also was für Rollen können die sonst noch so erfüllen und wo nützt, welche Skills würden ihnen dann nützen? Jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, was das Chaos-Team extrem stark macht. Die können nämlich durch die Bank Stärke-Skills nehmen. Unterstützen halt dann, ne? Genau, ne? Und es ist ein Basher-Team, das heißt, es muss den Gegner kloppen. Das heißt, die Blocks müssen sitzen und die müssen klappen. Das heißt, in der Regel möchte man 3 Würfelblocks haben oder mehrere 2 Würfelblocks. Das heißt, die brauchen alle den Skill blocken irgendwann, die brauchen alle den Skill unterstützen irgendwann. Dann haben wir 1, 2 Spezialisten, einer zum Ball aufheben, der kriegt dann hier Ballgefühl und vielleicht extra Arms. Und dann ist man eigentlich schon bei Skill 3 und 4 und hat die beiden Superblitzer, die dann eben eigentlich alle Casualties machen. Den einen Ballträger, der die ganzen Touchdowns macht. Und man wird merken, die anderen werden nicht mehr so schnell leveln. Das heißt, man hat mehrere Spieler mit Level 5 und 6. Die sind auch so gut, dass man die kaum kriegt. Und die anderen hängen ein bisschen hinterher. Das ist aber allgemein bei Blood Bowl so. Ja, das stimmt. Aber immer noch für dieses Team stark genug, um jedes andere Team, wenn es mal so weit kommt, da komme ich gleich zum Thema geschlossene Ligen, alle zu besiegen. In geschlossenen Ligen klappt das auch oft, aber nicht ganz so oft, weil da die Gegner doch ein bisschen anders spielen und öfters auch mal was kaputt geht. Wie findest du gerade speziell so ein paar Mutationen, die es gibt? Es gibt da ja auch sowas wie Ringelschwanz, beziehungsweise Klammerschwanz heißt es, glaube ich, und Tentakel. Würdest du einem Tiermensch sowas geben? Also ich glaube, wenn, dann eher Klammerschwanz als Tentakel, weil das ist ja stärkeabhängig, Tentakel. Ich würde beides einem Tiermensch nicht geben, weil ein Tiermensch ja nichts ist, was am Gegner dran steht. Das heißt eher Chaoskrieger und Minotaurus. Richtig. Also die Chaoskrieger, die können damit was anfangen. Der Mino sowieso, der hat ja noch einen Stärke mehr. Und ein Tiermensch würde ich das nicht geben. Es gibt ja noch dieses Disturbing Presence, abstoßendes Äußeres. Genau. Das ist meiner Meinung nach auch nichts für den Tiermensch, eventuell für den Ballträger. Das ist allerdings sehr gut auf Chaoskriegern. Weil du die dann eventuell nicht wegkriegst. Genau, und zum Beispiel das Nurgle-Team fängt damit an. Die haben auf ihren Nurgle-Kriegern, die sind sehr ähnlich wie die Chaoskrieger, haben die dieses Disturbing Presence von Anfang an drauf. Die haben, glaube ich, das Disturbing Presence und ansonsten einfach nur Bewegung 4, ne? Und ein Geschick weniger, genau. Aber die sind trotzdem teurer. Und das ist schon ein guter Skill. Okay, weil habe ich noch nie genommen, weil mir einfach so dieses Ding, ja, eine Chance von 1W6, also 6 auf 1W6 kam mir bisher immer so, ja, durchwachsen vor. Aber muss ich mal probieren vielleicht. Vielleicht, ist das ein guter Tipp. Du musst es dir Folgendes vorstellen. Du hast 4 Chaoskrieger, die am Gegner dran stehen. So, die gehen mit Rüstung 9 nicht raus. Ja. Klar. Natürlich gibt es die Verletzung, die passiert, aber das ist selten. So, dann werden die in der ersten Runde, werden alle 4 umgehauen. In der nächsten Runde stehst du auf, ne, und rein statistisch bleibt jetzt schon der erste, kann man den schon nicht mehr blocken. Stimmt. Und wenn du das hochrechnest auf eine Halbzeit mit 8 Runden mal 4 Blocks auf die Chaoskrieger, 32 Blocks und von denen klappen 6 nicht. Das sind das schon 5 Blocks. Mal, ja. 5 bis 6 Blocks. Von 32 Blocks. Das ist schon nicht so wenig. Und 5-mal, und das ist viel wichtiger, kann der Gegner dann vielleicht den nächsten Block nicht mehr machen, weil ihm ein Unterstützer fehlt oder weil der irgendwo der Chaoskrieger, der stehen geblieben ist, unterstützt. Und du kannst im Zug daraufhin mit deinem Chaoskrieger, der dann vielleicht schon Block und Mighty Blow und Claw hat, zurückblocken. Machst eine Casualty. Mhm. Und deswegen, der Skill ist viel stärker, als viele glauben. Ist allerdings nichts für einen ersten Skill-Up, sondern tatsächlich was für einen vierten oder fünften, wenn man mal die Standard-Skills alle hat. Dann ist der sehr gut. Ja. Dann ist auch Klammerschwanz gut, weil die Chaoskrieger, die wollen ja, dass Leute an ihnen dran stehen und die wollen, dass die Leute nicht weggehen. Die haben Stärke 4 und dann ist Klammerschwanz sehr gut. Ja. Klammerschwanz ist noch besser auf Mino, weil er einfach einen Stärke mehr hat. Du meinst Tentakel. Entschuldigung, ja, Tentakel. Ja. Weil Klammerschwanz war ja das einfach nur minus 1 aufs Ausweichen. Aber auch das ist wahrscheinlich eher auf Chaoskriege und auf Mino besser, weil die ja mittendrin stehen. Genau, und da wollen der Gegner in der Regel weg, weil an einem ausgebildeten Chaos-Team, inklusive Mino, will keiner dran stehen. Ja. Und umgekehrt, das Chaos-Team will, dass die dran stehen. Von daher ist alles, was verhindert, dass die wegkommen, immer gut.
Also im Grunde haben wir jetzt eigentlich auch den Chaoskrieger ja schon jetzt weitgehend angerissen oder sogar schon zum Teil abgehandelt, weil für die gilt natürlich das gleiche wie für die Tiermenschenblitzer, ne? Die nehmen wahrscheinlich Block, Knochenbrecher und Clown. In welcher Reihenfolge würdest du das machen? Wahrscheinlich auch zuerst Knochenbrecher, wenn man schneller levelt, und dann Clown, oder würdest du erst den Block irgendwann auch mal nehmen? Ja, vielleicht will ich bei denen tatsächlich Blocken zuerst nehmen, weil die sollen stehen bleiben. Das ist was fehlt. Ne? Die sollen stehen bleiben. Die brauchen auch irgendwann Unterstützen. Und das heißt, man wird vielleicht jetzt nicht alle vier direkt hier auf die Hardcore-Killer-Kombo skillen. Man wird vielleicht zwei auch mit Unterstützen skillen, also Block unterstützen, Mighty Blow, dann erst anfangen. Und dann kommt ja irgendwann nochmal der Allerweltspasch oder irgendwelche Dinge, die einem dann so irgendwie nervös werden lassen. Was nehme ich jetzt? Nehme ich doch was anderes außer der Standard-Kombo? Die Antwort ist nein, man nimmt nie etwas anderes außer der Standard-Kombo. Also ich würde es jedenfalls nicht tun. Und die leveln auch schon nicht ganz so flott, darf man auch nicht vergessen. Ja, weil sie halt auch zu langsam sind, also sie können zwar den Ball nehmen und wenn sie die Gelegenheit haben, den Touchdown zu machen für die 3 Punkte, dann sollten sie es wahrscheinlich auch, aber sie sind wahrscheinlich in der Regel einfach zu langsam und mitten im Geschehen, als ob sie so problemlos dann den Ball übernehmen könnten, ne? Genau, im Gegensatz zu Black Ox haben sie aber die Option mit Geschick 3, darf man nicht vergessen. Das heißt, man kann auch mal zu denen passen, die können auch mal nach vorne laufen. Und die sind natürlich mit Stärke 4 auch schwieriger umzuhauen. Das heißt, gegen ein paar bestimmte Mannschaften, vor allem Elfen, ist es ganz gut, wenn ein Chaoskrieger den Ball hat. Ja. Extremer Nachteil, gerade gegen Elfen, die Elfen stellen die Wege zu. Und da muss der Chaos-Spieler schon mit jeder Runde, mit jedem Blitz einen raushauen, dann klappt er auch manchmal nicht. Um dann da relevant durchzukommen. Und dann sind sie auf einmal sehr langsam. Dann kommen die nämlich nicht mehr rechtzeitig in die Endzone an. Also, wenn man jetzt das gegnerische Team schon um 4-5 Spieler dezimiert hat und dann mit dem leveln will, dann kann man natürlich dem den Ball übergeben und dann rennt der Chaoskrieger rein. Und das ist ganz angenehm. Das kann ein Black Orc und ein Saurus nicht so einfach machen. Deswegen leveln die auch etwas schneller als der Black Orc oder der Saurus. Mhm. Geschick ist da schon nicht so schlecht. Die können auch mal Notfallblitzer sein, ne? Wenn alles andere irgendwie gebunden ist oder nicht kann. Die können auch mal dodgen. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon gemerkt. Man traut es ihnen in der Regel nicht zu, aus mehreren Gründen, weil erstens Stärke 4 Typen das in der Regel ja normalerweise nicht können und ich persönlich habe ohnehin meine Aversion mit Ausweichen mit Geschick 3 Spielern. Aber das ist mein persönliches Problem. Ja, hat nichts mit Statistik zu tun. Genau. Die größte Schwierigkeit, die man mit Chaoskriegern hat, ist, wenn man mit denen ein Geschicklichkeits-Upgrade würfelt. Ob man das macht, ne? Ob man das macht oder nicht. Das ist immer so eine Sache. Die haben eine andere Aufgabe. Die sind nicht die Beiträger in dem Team. Die sind nicht dafür da. Die sind dafür da, Spieler rauszuhauen und für nichts anderes. Aber AG4 ist extrem verlockend. Ja. Aber auf Dodgen Spieler, würdest du nehmen, ausweichen bei einem Pasch. Wahrscheinlich schon, ja. Also Dodgen würde ich wahrscheinlich nehmen, weil die eben auch mal dann ausweichen können. Und halt auch nicht noch weniger umgehauen werden, ne? Zusätzlich, genau, dazu. Bei denen wäre dann auch immer mal, fällt mir gerade ein, so Stand Firm, wie ich bei den Black Ox im Ork-Guide gesagt habe, auch gut. Stimmt. AG4, da muss man schon wirklich mutig sein, das nicht zu nehmen, aber tatsächlich, ich würde es nicht nehmen. Weil es einfach der Mannschaft nicht genug bringt, ne? Es ist nicht die Funktion der Chaoskrieger und für einen Beiträger sind sie dann immer noch zu langsam. Es eröffnet allerdings dann auch Möglichkeiten, ne? Die können auf die 2 irgendwo hin dodgen, die fangen auch mal einen Ball in der Tackle-Zone, wie so ein Elf, alle solche Sachen. Können dann auch sich frei blitzen. Das eröffnet Möglichkeiten, aber ich bin da trotz allem kein Freund von. Also als ersten Skill-Up nehme ich es fast nie. Wenn die schon Block und Mighty Blow haben, dann werde ich gebe ja zu, auch meistens schwach. Eine Begründung dafür, schwach zu werden, habe ich aber nicht. Außer, dass es einfach so verlockend ist, das Agi zu nehmen. Weil es auch einfach so selten vorkommt, ne? Man will halt dann diesen einen Spieler in der Mannschaft haben, wo man sagt, hey, ich habe Agi 4. Genau. Auf Tiermenschen dagegen, da nimmt man es sofort. Das ist ja klar. Ne? Ja. Die sind die mobilen. Weißt du, wer den Ball nimmt, ne? Das ist gar keine Frage. Ne? Aber auf so einem Chaoskrieger, das ist eine der schwierigsten Skillentscheidungen, die man im Blood Bowl haben kann. Ein Agi-Up auf einen Chaoskrieger. Okay. Dann,
letzte Frage zu den Chaoskriegern. Beweglichkeit oder Rüstung oder verfallen lassen? Rüstung wie allein, Beweglichkeit ist ja nicht schlecht. Hängt ein bisschen davon ab, wie weit der Spieler ist. Als ersten Skill würde ich wieder sagen, nein. Als dritten oder vierten Skill, vielleicht wenn er vorher schon Dodge hat, würde ich eher sagen, ja. Muss einem aber wieder klar sein, das ist nicht seine Hauptaufgabe eigentlich in diesem Team. Ja, weil dafür haben die Tiermenschen ja, und davon hat man ja genug, Beweglichkeit 6. Das braucht man auf dem nicht unbedingt. Genau. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem, über den wir noch gar nicht viel gesagt haben. Tiermensch, Minotaurus, ne? Der Tiermensch Minotaurus. Genau. Das andere Tier mit den Hörnern. Das andere Tier mit den Hörnern, ja. Der Grund, warum Chaos auch manchmal Spiel verliert, weil sie den Mino haben und Trainer dann irgendwann verleitet sind, mit dem Mino viele komische Dinge zu tun. Ich zum Beispiel. Er ist gut, man nimmt ihn auch mit. Ne? Er hat Stärke 5, also man lässt ihn nicht draußen. Damit ich direkt mal hier nicht was Falsches sage. Gleich von Anfang an? Da reicht das Geld bei Tausender nicht. Ne? Also wichtig sind die Chaoskrieger. Also am Anfang würde ich 4 Chaoskrieger würde ich immer nehmen. Das ist die Stärke des Teams. Mhm. Dann würde ich mit Tiermenschen auffüllen und gucken, dass ich noch 2 oder 3 Rerolls habe. Je nachdem, wie viel Geld da jetzt überbleibt. Ich würde bei fast allen Teams, wenn ich kann, immer mit 12 Spielern starten. Das ist das Chaos auch keine Ausnahme. Weil der Gegner mal Casualties macht. Auch ein Chaoskrieger geht mal raus. Auch ein Tiermensch geht mal raus. Und dann hat man schon gerne einen Ersatzspieler. Da hat man immer die Frage, Apotheker oder Ersatzspieler. Am Anfang einer Liga ist ein Ersatzspieler oft besser. Ja, weil der halt auch letzten Endes, wenn der Spieler tot ist oder dann wirklich fehlt, dann hast du ein Problem, ne? Oder gleich irgendwie einen Malus bekommt auf Stärke oder sonst irgendwie, damit de facto tot ist. Genau. Und wenn er mal ein MVP am Ende kriegt, hätte man das gerne nicht auf diesem Loner. Ja, das stimmt. Und dann würde ich irgendwann, sobald die Kohle da ist, den Mino nachkaufen. Ich glaube, so kann man es ganz, ganz gut beschreiben. Ja. Der Mino ist sehr stark, der blitzt mit Stärke 6, weil er Hörner auch hat. Haut also auch beim Blitzen einen Ogre um. Genau, und das ist das Entscheidende, er haut andere Big Guys alleine um. Oder kann sie umhauen, beziehungsweise kann die alleine blitzen. Mit 2 Ausnahmen. Baum und Weizen. Und Todesroller, genau. Genau. Wie bei jedem Big Guy sollte man aber bei Mino auch darauf achten, dass der möglichst nur 3 Würfelblocks macht, weil er keinen Blocken hat. Ja. Und da kommt eben sein Rasend ins Spiel, der ihn zwingt, den zweiten Block zu machen. Und da muss man schon aufpassen und ein bisschen Erfahrung im Mino haben. Der Mino ist auch jemand, der ohne Pasch die Todeskombo kriegen kann und die auch kriegt. Vor allem, weil er mit Rasend ja immer einen zweiten Block kriegt, wenn er beim ersten Mal nur gepusht hat. Ist ja da die zweite Chance sozusagen. Aber wenn man sich, man kann gegen gute Gegner sich in Schwulitäten manövrieren mit dem Ding und dann Turnover werfen. Und der Mino hat eine Rüstung 8, der wird dann auch ganz gerne mal gefoult und dann geht recht viel Geld raus, wenn er mal raus ist. Oh, das tue ich sehr gerne. Sobald so ein Vieh liegt, oh, ich drehe sowas von drauf mit jeder Mannschaft. Genau, und der ist teuer, ne? Also da geht schon viel Teamrating dann vom Feld. Ja. Und das ist dann schon eine Schwächung. Also man muss ihn meiner Meinung nach eher konservativ spielen. Sehr zurückhaltend. Einfach, man muss sich vorstellen, der Mino hat Stärke 5 und steht im Weg. Ein normaler Beastman, also ein Tiermensch, hat Stärke 3 und steht im Weg. Da habe ich lieber Stärke 5 im Weg stehen. Und wenn man den so konservativ spielt, wenn da 1 oder 2 an dem dran stehen, ist gut. Dann bindet er die, dann kann er die mal blocken, vielleicht haut er dann raus. Dann hat man an dem Mino Spaß und dann hilft er auch. Wenn man den sehr offensiv spielt, jede Runde mit dem blitzt, ist man mutig. Wenn man natürlich mit dem man Pasch würfelt und der dann Blocken hat und dann Claw hat und vielleicht Tackle, dann ist das auch ein überschaubares Risiko, ne? Muss man auch sagen. Ja, aber das, was du gerade eben beschrieben hast, diese Skill-Kombination ist der Grund, weswegen ich zum Beispiel auch immer drauf trete, auch wenn ich in der Regel damit kein Glück habe. Aber ich habe schon so oft erlebt, der Mino ist aufgrund seiner hohen Stärke, also einfach weil er so viele Würfel hat, mit Knochenbrecher, mit Klaue, allein diese 2 Sachen, wenn er die schon hat, nahezu ein Garant für einen Spieler, der gleich fehlt. Genau. Ne, der braucht keine großen Unterstützer, um zu hauen. Also das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war, dass ein Mino in 3 Runden 3 Spieler von mir rausgehauen hat. Also es war gegen mich. Da war mein Arsch auch offen. Ja, das kann dann auch passieren. Das ist dann leider dann bei so einem gegen ein geskilltes Chaos-Team häufig der Normalfall.
Ja. Was man allgemein beim Chaos-Skill nicht vergessen darf, ist das Skill Tackle. Das brauchen ein paar Spieler. Vor allem Beastman und auch der Mino ist ein Spieler, der das kriegen sollte. Vielleicht bei einem Patch. Ja. Das fehlt im Team. Und so viel Claw Mighty Blow man hat, wenn man gegen sich nur Block-Dodge-Spieler hat und man hat keinen Tackle, dann wird es schon schwierig, die immer umzuhauen. Das kann ist richtig, klappen, ja. Aber es kann dann sehr nerven und dann sieht ein Chaos-Team, wenn es keinen Tackle geskillt hat, sehr alt aus. Das heißt, würdest du dann sogar noch das Tackle bei so einem Mino, mal angenommen als dritten Skill, er hat zuerst jetzt Klaue bekommen zum Beispiel oder als zweiten Skill, würdest du dann Block oder Tackle nehmen bei einem Mino? Auf jeden Fall Block. Damit er stehen bleibt, auch in der Defensive. Genau, und wenn beim Both Down damit kein Turnover ist, ne? Der ist der Einzelgänger, das heißt, er kann kein Team-Reroll nutzen oder nur bei einer 4 Plus nutzen. Ja. Und das reduziert schlicht Turnover. Also Blocken ist viel besser. Und dann wäre Tackle für mich eine Option als nächstes. Bei einem Pasch. Okay. Erstmal Pasch würfeln. Ich krieg sowas nicht hin. Ah, die leveln ja so viel. Die Minus erreichen ja trotz Rüstung 8 auch in der Regel Level 5 und 6. Und da ist dann schon mal rein statistisch, bei Level 6 war ein Pasch dabei. Ah, da muss ich ganz, ganz kurz mal einwerfen. Ich habe auf meiner Chaos-Mannschaft jetzt schon Hörnchen den Dritten. Ah, gut. Wie gesagt, der hat Rüstung 8 und der legt sich dann gerne mal selber hin, weil er dumm ist. Ja. Oder irgendwie so einen Block-Turnover schmeißt. Ne? Meistens immer im ungünstigsten Moment. Und ja, da kann die auch mal kaputt gehen. Dann müssen wir jetzt noch über seinen Nachteil reden, das wilde Tier. Das unterscheidet sich ja jetzt gänzlich von den anderen, die wir bisher hatten. Also er ist ja nicht dumm. Das hast du beim letzten Mal ja schon angesprochen. Er verliert ja zum Beispiel, wenn er die 2 bzw. die 4 nicht schafft, das ist ja hier jetzt auch noch situationsabhängig, verliert er ja seine Tackle-Zone nicht. Genau, der Wurf an sich ist etwas schwieriger als zum Beispiel beim Troll oder beim Coxigor. Wenn er nur laufen will, muss er schon eine 4 machen. Sonst macht er gar nichts. Also der ist halt so eine Ich-will-blocken-und-blitzen-Maschine, ich bin ein Mino, ich will Blut sehen. Wenn er blocken oder blitzen will, muss er nur eine 2 würfeln, dann macht er das. Wenn er sich nur bewegen will, muss er eine 4 würfeln. Und dabei ist es völlig egal, ob ein Spieler neben ihm steht oder nicht. Wenn der dann nur laufen will und er würfelt keine 4, sondern nur 3, bleibt er stehen. Aber, und weil er eben so ein blockgeiles Viech ist, er verliert seine Tackle-Zone nicht. Beim Coxigor oder beim Troll verschwinden dann die Tackle-Zonen. Man kann einfach neben denen herlaufen, ohne dass man dodgen muss. Das ist beim Mino nicht so. Das macht es dann nicht ganz so schlimm, wenn man es vergeigt. Wenn man den gut positioniert hat, macht er halt gerade nichts, aber steht noch da und macht einen Weg zu. Während ein Coxigor oder ein Troll den Weg nicht mehr zumacht. Ja. Man kann auch, wenn man ihn unbedingt bewegen muss, eine Blitzaktion ansagen, mit ihm laufen, dann ist es eine 0-2 plus, sagen, ich blitze jetzt mit dem Mino und am Ende den Block nicht machen. Sowas geht auch. Und also so als Tipp, wenn man jetzt irgendwo anders nicht unbedingt einen Blitz braucht, man will den Mino unbedingt bewegen, einfach mit dem einen Blitz machen. Da muss man nur die 2 würfeln. Und dann kann man mit dem laufen und am Ende ist man ja nicht verpflichtet, den Block von dem Blitz zu machen. Stimmt. Dann kann man den anders positionieren. Man kann ja einfach Rechtsklick auf den Spieler machen und dann Blitz auswählen. Zum Beispiel. Verbraucht aber natürlich die Blitzaktion in dieser Runde. Wobei das eine ganz miese, also ich weiß, es ist wahrscheinlich definitiv so erlaubt. Geht es beim Brettspielen auch so? Mhm. Ja, ist wichtig für den. Okay, weil das ist eine ganz miese Nummer, auf das wäre ich noch nie gekommen. Man muss sich immer vorstellen, alle Sachen, die man im Blood Bowl machen will, zu benutzen, sind optional. Sprich, ich muss also diese 4 Aktionen, ich gehe jetzt mal vom Brettspiel aus, man hat ja diese 4 Möglichkeiten pro Runde, blocken, blitzen, passen, faul. Oder sagen wir 5 Sachen noch, sich einfach nur so bewegen. Die muss man vorher ansagen. Also normalerweise, wenn du am Brettspiel spielst, ich sag mal auf einer gewissen Turnierebene, sagst du, ich mache jetzt eine Move-Action mit dem Spieler oder ich mache eine Blitz-Action mit dem Spieler. Also das ist in den Regeln gefordert, dass man das vorher ansagt. Und wenn man jetzt sagt, ich mache einen Pass, das sagen dann die Leute an, weil sie den Ball werfen wollen und haben zum Beispiel einen Reroll beim Ballaufheben vergeigt. Und dann nehmen sie den Ball dann mit dem Reroll auf, laufen irgendwo hin und dann überlegst du dir schon, jetzt habe ich vielleicht für den Pass keinen Reroll mehr. Nee, mache ich doch nicht. Das ist also erlaubt. Ich muss dann nicht den Pass schmeißen. Und genauso muss ich bei dem Blitz auch nicht den Block machen. Genauso wie alle anderen Fähigkeiten zu benutzen optional sind. Zum Beispiel, ich muss nicht den Skill ausreichend nutzen, wenn ich nicht will. Ich muss nicht den Skill Hörner benutzen, wenn ich nicht will. Die einzige Ausnahme ist der Skill Rasend, weil der so integriert hat, dass man ein zweites Mal blocken muss. Das steht beim Skill extra dabei.
Ja. Ansonsten, wenn es nicht dabei steht, sind das Nutzen von allen Skills immer optional. Das heißt, ich muss nicht Knochenbrecher benutzen. Ich muss zum Beispiel auch nicht, wenn ich die Fähigkeit Sprinten habe und damit sozusagen drei Felder Go for it laufen kann und den Skill Rasend habe, muss ich das dritte Feld von Rasend nicht machen. Weil die Benutzung von dem Spiel Skill Sprinten ist optional, den muss ich nicht benutzen. Das heißt, ich mache zwei Go-Foils, die muss ich auch beide für Rasend verbrauchen, aber das dritte muss ich dann nicht mehr verbrauchen, wenn ich den Skill Sprinten hätte. Das geht jetzt sehr tief in Blood Bowl Regeltrivias hinein. Das ist mal wichtig zu wissen für die Leute. Aber das sind so Kleinigkeiten, die man wissen kann. Da gibt es ganz viele schöne Blood Bowl Rätsel. Was kann der Spieler, was kann er nicht? Die ist da so, wer googeln will, kann da ein paar finden, die teilweise auch richtige Hirnschmalz-Akrobatik benötigen. Ja, das Spiel ist schon ziemlich kompliziert, das stimmt. So, eine Frage habe ich jetzt natürlich noch, bevor wir jetzt hier das auch abschließen. Wie würdest du einen Minotaurus aufbauen, skilltechnisch? Also so, ja, ich hab ja erster Skill, zweiter Skill, dritter Skill und so, weil er hat ja schon eine breite Auswahl und ist ja komplett anders aufgrund der Mutation als jetzt zum Beispiel ein Oger oder ein Troll von den Möglichkeiten. Genau. Ich würde im Endeffekt so skillen wie ein Chaoskrieger. Bei einem Pasch kriegt er Block, ganz klar. Bei einem zweiten Pasch kriegt er Tackle. Und bei Nicht-Pasch kriegt er als erstes Klaue, meiner Meinung nach. Mhm. Und dann unterstützen. Und danach hat man so ein bisschen die Wahl. Dann kann man sowas wie Tackle durchbrechen, also Break-Tackle machen. Mit Stärke 5 ist das immer einfacher als mit Stärke 4. Man kann Tentakel nehmen. Ja. Tentakel ist ein sehr guter Skill, weil er Stärke 5 hat. Also wer Tentakel nicht kennt, man würfelt mit zwei Würfeln und beide Spieler addieren ihre Stärke und man muss über, also der wegdodgen will, muss über einer 8, glaube ich, würfeln. 7 oder 8, um vom Mino wegzukommen. Und wenn das nicht klappt, bleibt er da stehen. Der kann also nicht irgendwie was anderes tun. Der Mino hält den fest. Und die Bewegung von dem Spieler, der weg will, ist auch zu Ende. Und das ist zum Beispiel gerade gegen Goblins oder Skinks ziemlich ekelhaft für die Skinks und die Goblins, weil die haben nur Stärke 2 und ihr Ausweichen-Skill nützt ihnen überhaupt nichts, ne? Genau. Der kommt einfach nicht zur Anwendung, weil der gar nicht erst weg darf. Der Mino ist auch ein guter Spieler, den man hier zerquetschen geben kann. Weil wenn er was macht, blitzt er. Ne, und dann soll er auch das, was er blitzt, raushauen. Mhm. Und wenn der mal am Boden liegt, hast du noch genügend andere Spieler in dem Team, nämlich in der Regel 10, die auch relativ sicher den Ball sichern können und woanders mal blitzen können im nächsten Zug. Also der Mino kann schon auch ganz gut Punning on oder zerquetschen kriegen. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir alle Ungereimtheiten, was das Chaos angeht, für zumindest für Einsteiger aus dem Weg geräumt haben. Und dass der eine oder andere von euch jetzt ein bisschen mehr mit ihnen anfangen kann. Man darf halt nicht vergessen, wie du es schon am Anfang gesagt hast, das ist eine Mannschaft, die ist darauf aus, andere zu kloppen, auseinanderzunehmen und auch so ihre Punkte zu machen. Das heißt, wenn man nicht auf die Kombination Knochenbrecher und Klaue setzt, bei den meisten der Spieler, die an der Front stehen sollen, dann sollte man einen verdammt guten Grund dafür haben, ne? Und es sei es einfach bloß, das ist eine Themenmannschaft, so wie meine. Genau, es gibt ja auch so diese Beastman-Mannschaften, ne? So ein Chaos-Team, was nur aus Tiermenschen besteht. Da gibt es genügend Möglichkeiten, auch Themen zu machen. Chaos ist nicht unbedingt was für Anfänger. Ne? Sie sind zwar relativ robust und leben lange, aber am Anfang fehlen viele Skills und damit sind die für Anfänger meiner Meinung nach eher schwierig zu spielen. Anfänger merken oft so, die sehen ihn liegen, ich wurde von einem Chaos-Team zerkloppt, jetzt spiele ich die auch und merken so in den ersten Spielen, ich verliere ja ständig. Mhm. Die sind schon nicht ganz ohne, gerade in den ersten Spielen. Wenn sie mal geskillt sind, dann spielen sie sich aber eigentlich, sagen wir ehrlich, von selbst und machen nicht mehr ganz so viel Spaß, da bin ich ja ehrlich. Wenn man dann gegen ein hochgeskilltes Chaos-Team antritt, egal was man dann da hat, dann macht es wenig Spaß. Da ist das einzige Team, was dagegen ankommt, Orks oder mit Abstrichen die Norse und das war's dann. Ja, und selbst Orks haben ein Problem, wenn zu viele der Chaos-Spieler dann Klaue haben. Genau, die Orks müssen halt gucken, dass sie den Ball zuerst bekommen und dann mehr von den Chaos raushauen, bevor das Chaos so viel von denen raushaut. Und Orks ist das einzige Team, vielleicht Chaos-Zwerge, vielleicht Echsen auch noch mit einer geringen Chance, die das relevant schaffen können, weil die mit der Stärke von den Chaos-Team mithalten können. Aber dann hört's auch schon auf, der Rest muss eigentlich nur überleben. Hm.
Okay, dann haben wir, glaube ich, alles gesagt, was man anfängertechnisch zu ihnen sagen kann, ne? Ja, und vielleicht profitechnisch auch. Ja, werden wir sehen, wenn wir irgendwann mal vielleicht mal näher auf die einzelnen Skills eingehen, machen wir vielleicht irgendwann auch nochmal ein Video dazu. Damit, liebe Leute, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir einige Ungereimtheiten oder einige Tipps sozusagen aus der Welt räumen konnten, beziehungsweise einräumen konnten. Und ich bedanke mich natürlich auch wieder bei dir, dass du da gewesen bist. War wieder mal sehr, sehr lehrreich. Ich lerne allein durch das Gespräch mit dir sehr, sehr interessante Dinge. Siehst du, und wenn du noch mehr interessante Dinge lernen willst, spiel in unserer Liga mit. Habe ich vor. Muss mich nachher noch anmelden. Ich habe es immer noch nicht geschafft, aber den Grund weißt du ja schon. Genau. Und alle anderen sind auch eingeladen. Wir starten bald in die Blood Bowl 2 Saison. Kommt und spielt mit. Ich verlinke es wieder unten. Durch. Ne? Gebt nicht so schnell auf. Blood Bowl ist ein Spiel mit einer langen Lernkurve. Gerade als Anfänger, der frisch angefangen hat, der wird von erfahrenen Spielern auch mit einem Chaos-Team in der Regel auseinandergenommen. Aber die Lernkurve kommt und irgendwann kommen auch die Würfel und dann merkt man auf einmal, ja, das Spiel hat doch viel mehr zu bieten, als nur Gegner in den Boden zu hauen, was auch Spaß macht. Ja. Okay, liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und Ade.